Aber der Bautenzug, das ist natürlich eine Wahnsinnsaufgabe, den am Fahrrad zu verlegen. Jetzt sage ich Wahnsinnsaufgabe, jetzt wird garantiert ein Kommentar kommen. Ach, ganz einfach. Das ist schon ein bisschen Arbeit. Ja, wenn du das sehen willst, wie ich diese Sattelstütze oder wie ich diesen Bautenzug mal durch den Rahmen verlege, dann schreib das auf jeden Fall in die Kommentare, weil dann mache ich das. Du weißt jetzt schon, dass dieser Kommentar kommen wird. Ich habe unzählige, nein, habe ich nicht, aber das kommt. Das müssen wir sowieso machen. Jetzt hier der rote Und Nils Hogendorn mit dem roten Riso ja, Milanevo. alles in Rot. Ja, was machst du denn da wieder? Ich gucke, wie wir das hier am besten machen. Was machen wir denn? Das verrate ich dir nicht. Aber an deiner Redeart merke Ja. ich schon, dass die Kamera läuft. Es wird auf jeden Fall interessant, weil ich habe ja gefragt, soll ich es machen oder nicht. Ich wusste eigentlich vorher schon, ich mache das sowieso. Das wussten wir alle. Na? Ja. Ja, und wenn du mal so weit bist, dann machst du noch mal die Kamera auf. Ja, so. Ich muss erstmal hier mit dem. Ja, und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn. Moin. Ja, in einem der letzten Videos haben wir diese Beischulz D2 Dropper ST schon einmal vorgestellt. Und da habe ich noch eine kleine Ergänzung. Es gibt nämlich zwei Versionen. Einmal so, wie ich sie hier habe, mit einem innenverlegten Bautenzug. Und dann gibt es das gleiche nochmal mit einem Bautenzug, der dann theoretisch außen verlegt werden kann. Also je nachdem, was für ein Fahrrad du hast, kann das Sinn machen. Vielleicht ist die Sattelstütze mit einem innenverlegten Zug nicht an jedem Fahrrad zu verbauen. Ist auch ein kleiner Aufwand, würde ich zumindest jetzt mal so grob vorher sagen, kommt natürlich auch immer aufs Fahrrad an. Aber wie gesagt, es gibt zwei Versionen, ganz wichtig an dieser Stelle. Und ja, darum geht es aber nicht in diesem Video. Du siehst schon, ein Nevo 4 ist auch mit auf der Bühne. Und ja, ich baue die Sattelstütze ein. Ja, Das wird nicht einfach. ich habe Dieter gesagt, oh, ich glaube, das ist gar nicht so leicht und das ist ein ganz schöner Aufwand und ich bin selbst gespannt, weil ich es selber auch gar nicht weiß. Aber du bist ja dabei, kannst zu gucken, wie es läuft. Ja, die Dropper-Post-Funktion, die wird ja hier unten an der Sattelstütze angesteuert. Und dazu müssen wir durch den Rahmen einen Bautenzug verlegen. Also der geht hier oben in den Rahmen rein. Dann geht er hier unterm Akku entlang, über den Motor in das Sattelrohr. Und was du auf jeden Fall machen kannst, wenn du mit dem Gedanken spielst, rüste ich mir das nach, ja oder nein oder wie auch immer, dass du einmal die Sattelstütze ausbaust und mal ins Sattelrohr reinguckst, ob du bis auf den Motor durch das Sattelrohr durchschauen kannst. Weil es gibt Fahrräder, da ist das Sattelrohr unten geschlossen und es gibt welche, da ist es offen. Also, ich mache das jetzt mal, ich nehme dich dabei mit, ich baue hier gleich die Sattelstütze aus, dann gucken wir mal da rein. Bin ich ja mal gespannt, wie das hier beim Nevo 4 ist. Und hier kann ich wunderbar bis auf den Motor gucken. Gott sei Dank. Ja, ich muss die Sattelstütze wieder einbauen. So, ich habe mir den Vorbau einmal etwas höher eingestellt, damit ich hier ausreichend Platz habe, damit ich den Bautenzug nachher wirklich einfach und schön verlegen kann, weil es soll ja auch gut aussehen und am besten immer so, als wenn es der Hersteller so ausgeliefert hätte. Oder halt noch einen Ticken besser. Das muss man halt mal sehen. Jetzt demontiere ich hier mal die Blendkappe. So. So, im nächsten Schritt entferne ich den Akku. Bringt mir jetzt nicht ganz so viel, weil ich sehe letztlich keinen einzigen Bautenzug von hier aus. Hier oben, also hier hinter dem Rahmen oder hinter dem Rahmenblech, da kann man vielleicht so ganz eben sehen, dass da Bautenzüge laufen. Ich habe jetzt den Akku einfach nur entfernt, damit das Fahrrad etwas leichter ist, damit ich ein bisschen was sehe. Vielleicht fällt da noch mal ein bisschen Licht dadurch. Hier an der Seite ist noch so ein Gumminupsi. Da will ich jetzt keinen Bautenzug durchlaufen lassen, aber vielleicht hilft der mir, dass ich nachher ganz einfach diesen Bautenzug verlegen kann, ohne dass ich die Gabel ausbauen muss.
Ich wollte eigentlich nur heimlich gucken, was hier hinter der Verkleidung ist. Was könnte sein, dass die mir wirklich so weit hilft, dass wir den Motor drinnen lassen können. Und das wäre so, das würd mich natürlich freuen, ne? Beim Motor ausbauen, ich glaube, das wollen wir beide nicht. Nee, das wollen wir beide nicht, nee. So, Kettenschutz und Lüftungsgitter für den Motor ist auch entfernt. Und jetzt gucke ich mal, wie es hinter dieser Verkleidung aussieht. So, wir sehen also schon mal wieder Kabel und Bautenzüge und Bremsleitungen. Und wenn ich ja, wie gesagt, ganz viel Glück habe, dann komme ich sogar bis zur Sattelstütze. So, bis hierhin waren das erstmal so arbeitsvorbereitende Maßnahmen. Und ja, das ist der Bautenzug. So musst du dir das vorstellen. Also hier oben geht er im Rahmen rein, unterm Akku entlang, über den Motor ins Sattelrohr. So, was passiert da? Ja, also ich habe gerade so überlegt, wie kriegen wir den Bautenzug jetzt hier in das Fahrrad. Und wenn ich jetzt ganz viel Pech gehabt hätte, hätte ich die Gabel ausbauen müssen. Also das muss nicht immer so gut klappen, wie das jetzt gerade bei mir funktioniert. Und ich kann den Bautenzug hier auf jeden Fall sehen und ich habe auch das Gefühl, der ist schon hier unten. Mhm. Jetzt muss er nur hier unten erstmal wieder rauskommen. Also es ist tatsächlich alles sehr eng. Das ist so ein bisschen auch dem geschuldet, wir haben immer größere Akkus, wir haben immer mehr Reichweite und in diesem Rohr ist immer weniger Platz für Technik. Ja, aber wie gesagt, in meinem Fall hat es jetzt relativ gut funktioniert. Wenn der Bautenzug jetzt hier unten rauskommt, dann ist alles super. Hey! Super! Das hat schon mal sehr gut funktioniert. Montage auf Augenhöhe. Ja. Ja, und immer wieder Additiv, Evo, Speedlift, großartig. Also das Ding ist grandios. Ja. Na, selbst jetzt, mega stabil. Ja. So, ist da Licht am Ende des Tunnels? Ja. Jo. Ich hoffe, man kann es sehen. Die Kamera kann es sehen. Also ich sehe es von hier. Also wenn du jetzt beim Dreh dabei wärst, dann würdest du merken, in der Ruhe liegt die Kraft. Absolut. Also es ist jetzt noch gar nicht hektisch hier, auch beim Videodreh nicht. Ich probiere das jetzt auch in diesem Fall, ob ich den Bautenzug, hier ist er ja, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ob ich den hier ins Sattelrohr reinbekomme. Also ich bin da fest von überzeugt, das wird funktionieren. Eine Hilfe baue ich mir aber noch ein, Motorverkleidung Teil 2. Also hier habe ich den Bautenzug und Dieter fragte gerade, ach, das ist doch perfekt, dann kannst du ja hier so rein. Einfach so, ja, könnte ich. Aber ich habe ganz zu Anfang gesagt, das soll ja so aussehen, als wenn das vom Hersteller so ausgeliefert wird oder sogar noch besser. Und wenn wir jetzt bei noch besser bleiben, dann muss es ja so sein, dass man wirklich sagt, alles klar, man sieht gar nichts. Ja, Meister, wie sieht's aus? Das sieht immer wunderbar aus. Ja, was machst du jetzt? Du machst das jetzt da oben rein und dann machst du hier unten so einen Knick und dann geht das hier so? Ja. Ah, du hast jetzt gar nicht erzählt, warum das über den Motor nicht, also meine Idee, warum die schlecht ist, also oder nicht so gut ist. Doch, habe ich wohl. Das sieht doof aus. Du hast nur gesagt, also du willst es besser machen. Das sieht ja nicht schlecht aus. Ich meine, das sieht nicht, die Idee ist nicht schlecht, aber es sieht schlecht aus. Aber da ist die Abdeckung drüber, das sieht man doch eh nicht. Doch, wenn du das so machst. Das siehst du nachher. Echt? Jo. Könnt ihr jetzt ein paar Kabel umstecken. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier das Gelbe und das Grüne und das Blaue vertausche? Probier doch raus. Nee, lass mal. Geht nämlich gar nicht. Hier bewegt sich zwar was, aber ich sehe das Ding nicht. Und selbst wenn ich sehen würde, ich weiß nicht, wie ich es hochkriege. Ja. So, Zwischenstand hier, erste Halbzeit, wie sieht's aus? Also, ich habe ja gesagt, ich habe eigentlich gar keine Lust, den Motor auszubauen. Das ist eigentlich so ein Lustding, ne? Und beim Videodreh
muss man eh entspannt sein, sonst können wir das gar nicht zeigen, was hier in Wirklichkeit so passiert. Und es soll ja auch so ein bisschen so sein, dass du sagst, alles klar, ich könnte mir vorstellen, die selbst einzubauen, diese Sattelstütze. Und es gibt ja vielleicht auch Fahrräder, wo es noch ein bisschen einfacher geht oder vielleicht auch aufwendiger ist. Also ich hätte gesagt, wenn man richtig, das Gleiche hätte ich auch geschafft, Motor ausbauen, Motor wieder einbauen und gut ist. Hat aber einen Grund, warum ich das nicht gemacht habe. Ich hatte jetzt keine Lust, hier nochmal den Riemen zu spannen, das Hinterrad zu lösen und alles wieder einzustellen, nur damit ich hier diesen Bautenzug verlegen kann. Und ich habe mir jetzt hier so einen alten Hilfsbautenzug genommen und mit einem dieser Enden verbinde ich das andere Ende von dem neuen Bautenzug, der nachher die Dropper Post ansteuert, verbinde das hier irgendwie gleich in der Hoffnung, dass ich dann, wenn ich das hier durchziehe, den Bautenzug von der Dropper Post im Sattelrohr habe. Das ist gar nicht so schlecht hier. Hey, cool. Weihnachten ist auch schon wieder 2 Monate her, wo ich den gerade da sehe. Zeig mal, gib mal her. Und der ist ja trotzdem noch gebrauchbar. Der ja, ist ja auf jetzt jeden Fall. Kaputt. Und glaubst du, das klappt? Ja, das klappt schon. Und der überwacht das Ganze hier. Können wir ihn irgendwo hinstecken hier? Nee, kann man nicht. Jetzt gibt's aber hier, jetzt kommt's drauf an. Jetzt geht's um die Wurst. Also wenn das jetzt funktioniert. Also wichtig ist, dass der leicht geht. Das ist ganz wichtig. Ah, okay. Na, also das hat funktioniert. Weil wenn es nicht leicht geht, dann hat das wahrscheinlich was zu bedeuten. Nach dem Motto, dann ist er irgendwo verkantet. Könnte verkantet sein. Feuert dann und irgendwann im Laufe der Zeit ist ja dann die Kunststoffbeschichtung durch. Genau, was auch immer. Aber du musst ja auch irgendwie die Sattelstütze einbauen. Und wenn du jetzt sagst, alles klar, du möchtest die Dropper Post einbauen, dann willst du ja auch irgendwie den Bautenzug. Also du schiebst ja das, das wird ja nachher hier so dran, das kommt hier so dran. Und dann kommt das ja in den Rahmen wieder rein. Und dann soll das ja auch eine gewisse Sattelhöhe haben und soll ja vielleicht auch noch ein bisschen einstellbar sein. Das heißt, wenn der nicht leicht geht, dann kannst du die Sattelhöhe nicht einstellen. Also stimmt. Du hast zwar hier eine Variable, kannst aber nicht voll komplett ausnutzen. Aber du willst ja entweder aufs Maximum ausfahren und Maximum einfahren. Ich meine, gut, das ist die eine Sache, aber du willst ja auf Maximum ausfahren können. Und wenn jetzt jemand auf dem Fahrrad sitzt. Kannst du denn da vielleicht irgendwie für jemanden, der das dann nachmachen möchte, sagen, wie lang muss denn der Bautenzug dann, oder wie machst du das? Ja, rein theoretisch kannst du ja dieses Stück hier mit einplanen, was du nachher braucht, was nachher da oben rauskommt. Ne? Also ich kenne das so, dass man das jetzt hier anschließt, alles fertig macht, beziehungsweise, dass man den hier so weit, dass man den Hebel, Dropper-Hebel, ja, wie soll ich das sagen? Von der Theorie her, damit das nachher alles gut aussieht und hier oben nicht so eine Kabelschlaufe ist, müsste ich jetzt eigentlich sagen, alles klar, ich kürze den hier oben oder hier unten so weit ein, mache den Hebel drauf und so weiter und dann ziehe ich den zurück, montiere den am Lenker, so dass der wirklich exakt so wie alle anderen Bautenzüge liegt und dann sieht das gut aus. Ich muss ja ehrlich sein, eine Sorge hatte ich schon so ein bisschen hier bei dem Einbau von dieser wunderschönen Beischulz Parallelogrammstütze mit Dropper-Post-Funktion, weil ich habe ja zu Anfang gesagt, du musst einmal darauf achten, dass hier unten ein Loch im Sattelrohr ist, aber du musst natürlich auch darauf achten, dass die gesamte Sattelstütze auch wirklich in das Rohr passt, weil im blödesten Fall hätte ich jetzt Pech gehabt, die stößt irgendwo auf und jetzt kommt jemand, der irgendwie etwas kleiner ist als ich, also nicht irgendwie 1,90 oder so und dann bringt ihm die Dropper-Post-Funktion auch nichts, weil er die gar nicht nutzen kann, weil er den Sattel immer ganz unten haben muss. Gibt es denn von Beischulz verschiedene Längen, also für die verschiedenen Rahmengrößen? Nee. Nein, das nee, gibt es nicht. Diese hier hat eine Hubfunktion von 80 mm. Und wenn die jetzt eingebaut wird, das sind 21 mm Platz brauche ich zwischen Rahmen und Sattel.
Aber es geht ja noch weiter. Wenn du jetzt sagst, alles klar, ich habe ein Fahrrad und ich hätte gerne diese Beischulz und du hast einen Rahmen, der vielleicht ein Ticken zu groß ist für dich. Also das sage ich ja sowieso immer, in vielen Videos habe ich schon gesagt, so Rahmengröße ist wichtig, ja, aber ein zu großer Rahmen, das ist eigentlich das Schlimmste, was dir passieren kann. Allein aus dem Grund schon, um eine Beischulz zu verbauen, da braucht man immer so ungefähr so 10 cm Platz zwischen Rahmenoberkante und Sattelmontage. Mhm. Also so viel Platz muss da sein. Und jetzt bei dieser Dropper Post brauchst du nochmal 80 mm mehr, beziehungsweise es sind sogar 21 Zentimeter. Ja, ja, musst du alles bedenken. Ja, musst du alles bedenken. Sonst passt das nachher nicht. Das heißt, im Endeffekt läuft es wieder darauf hinaus, wenn du sowas haben willst, Fachhandel betreten und sich beraten lassen, die wissen Fachhandel das. Betreten, sich beraten lassen, im Optimalfall sogar ausmessen lassen. Nicht mit einem Zollstock. Nee, mit einem Gliedermaßstab. Oder mit einem Gliedermaßstab. Nein, wir arbeiten mit dem 3D 360 Grad Bodyscanner. Da erfassen wir wirklich über 1 Million Messpunkte von deinem Körper. Und hinterher gehen wir ein paar Fragen durch. Kommt natürlich auch auf die Radart an und so weiter. So dass du nachher ein Fahrrad bekommst, wo du wirklich perfekt drauf sitzen kannst. Und wenn du diese Wünsche hast, dass wir solche Sachen montieren sollen, dann kann das natürlich von vornherein berücksichtigt werden, weil ich weiß, dass es nicht immer berücksichtigt wird. Und irgendwann kommt das dann mal, dass ein Rad umgebaut werden soll und dann passt sowas nicht. Und das wäre dann extrem ärgerlich. Ja, und wenn du sagst, oh Mensch, das klingt aber echt gut und ich glaube, ich muss mal hin zu den Hogendorn, dann kannst du unter www.hogendorn.de ganz einfach einen Termin buchen zur Fahrradberatung, denn die Fahrradberatung findet wirklich nur mit Termin statt. Und ja, dann machen wir diese ganzen Sachen so ausmessen, ein paar Fragen durchgehen und so weiter, sodass du wirklich das Fahrrad bekommst, was du haben willst. Also einfach unter hogendorn.de. Unser Fahrradgeschäft ist am Esch 2 in 26349 Jaderberg. Liegt am wunderschönen Jadebusen, ganz oben im Norden, kann man so sagen, ne? Ja. Ja, genau. Und jetzt geht's auch schon weiter. Du hast da oben, hast du was am Kopf da oben? Ja, und jetzt? Den Lenker, ja, den Griff. Ah, ich esse jetzt erstmal einen Apfel. Also, das war jetzt ein reiner Funktionstest. Jetzt muss ich noch die Leitung ablenken. Wenn ich das gemacht habe, dann ist alles super. Ja. Ja. Du siehst ja, ich habe die Sattelstütze hier auf dem Gepäckträger liegen. Und das habe ich einfach mal gemacht, weil ich muss sie auch irgendwie wieder ausbauen können. Und ich habe ja gerade eben auch schon gesagt, ich muss die Bautenzüge ablenken. Dementsprechend brauche ich ein bisschen Spielraum. Und jetzt habe ich mal mir hier zur Hilfe einen Kabelbinder an den Bautenzug gemacht, damit ich weiß, wie viel Platz brauche ich hier überhaupt, damit ich die Sattelstütze ausbauen kann. Und jetzt stecke ich die Sattelstütze wieder in das Sitzrohr. So. Und das ist die Länge, die ich so oder so benötige. Also bis hier benötige ich das so oder so. Egal was kommt, anders geht's nicht. Was für ein cooler Trick, ehrlich. So, jetzt muss ich das zum Montieren alles wieder ausbauen, beziehungsweise hier den Dropperhebel abschrauben. Dann einmal zur Sicherheit schon mal hier sauber den Bautenzug abschneiden, weil hier ist jetzt so eine Klemmstelle, die brauchen wir eh nicht wieder. Und bevor sich das nachher hier im Innenzug vertüdelt, machen wir das erstmal so. Also damit du einen sauberen Schnitt hast, ist immer ganz wichtig, dass du einen guten Seitenschneider hast oder so wie in meinem Fall eine gute Kombizange, die wirklich hier scharfe Schneidkanten hat. Also ich habe einen kleinen Denkfehler hier drin. Erzähl. Ich hätte lieber den Hebel hier sitzen lassen können und dann erstmal da rausziehen, weil so nimmt der Bautenzug natürlich nicht so schön mit, ne? Stimmt. Also deswegen läuft das hier jetzt nicht ganz so geschmeidig. So, also das ist ein ganz normaler Schaltzug. So. Und hier ist nochmal so ein Tonnennippel, der kommt dir dann hinterher drauf. Und dann wird das Ganze hier in die Sattelstütze eingehakt. Dann ziehe ich hier diesen Schaltzug erstmal raus. Muss auch gar nicht komplett.
nur so weit, dass ich halt hier die Hülle ablenken kann. Und jetzt mache ich was, was eigentlich nicht korrekt ist, aber da mein Seitenschneider, also ich habe hier einen Seitenschneider oder halt die Kombizange, relativ neu ist und relativ selten gebraucht wird, ja, kann man das erzählen? Das ist ja unsere Videowerkstatt. Ja. Und unsere alltäglichen Werkstätten sehen so ähnlich aus, aber hier wird halt nur gearbeitet, wenn wir hier ein Video drehen. Das ist ein Luxus, den wir hier haben, dafür haben wir aber auch tolle Videos. Ja. Wunder. Wieder. So. Jo. So. Da ist er wieder. Ja. Rundenzug. Also so machen wir das erstmal. Hier ist das schöne rot eloxierte Teil, passend zu meinem Oberteil. Ja. Dann hake ich das ein. Und jetzt ziehe ich nur hier an dem Innenzug, sodass sich das schon mal optimal ablenkt. Und jetzt kann ich die Sattelstütze langsam in das Sattelrohr drücken. Schwupps, sitzt es wirklich gut. Hier oben sehe ich schon, ich habe wirklich ausreichend Reserve, sodass man den Sattel auch noch mal höher machen kann. Ja, selbst wenn wir den Sattel jetzt auf dem Maximum, was er eingestellt werden kann, haben, geht er halt, können wir das hier auch noch sauber verlegen. Also ist alles in Ordnung. Ich kann das jetzt final festschrauben. Prüfen wir noch mal, ob ich das wirklich kann. Einmal die Sattelstütze leicht fixieren im Rahmen, dann den Bautenzug am Hebel fixieren, Funktion prüfen, fühlt sich schon mal gut an, drauf und wieder hoch und runter und wieder hoch. Ja, ich muss jetzt eigentlich erstmal wieder das ganze Rad zusammenschrauben, also alles, was ich zum Montieren demontiert habe, muss ich jetzt wieder an das Fahrrad anschrauben. Ganz wichtig. Und falls du dich immer noch fragst, warum muss diese Beischulz dann höhenverstellbar sein, kann ich doch auch eine normale und den Sattel einfach höher oder tiefer machen. Der ein oder andere hat die Frage vielleicht im Kopf. Dann weiß ich aber auch, dass du das letzte Video von uns nicht gesehen hast. Darum an dieser Stelle schon mal abonnier den Kanal und lass einen Daumen hoch da. Nicht vergessen. Ganz wichtig. Und ja, in dem letzten Video erzähle ich auch, warum man hier so eine absenkbare Sattelstütze haben muss. Gerade beim Tiefeinsteiger, wo das ja doch eigentlich in Wirklichkeit, würde jetzt der ein oder andere sagen, Quatsch, übertrieben, überflüssig, was auch immer. Aber ich verspreche dir, das ist nicht übertrieben. Was hier auch ganz schön ist, an diesem Hebel, wir haben hier eine Griffweiteneinstellung. Du siehst ja, der ragt jetzt relativ weit ins Fahrrad rein und ich kann das jetzt sogar noch einstellen, dass er etwas dichter am Lenker ist. So. Darum auch hier habe ich es noch nicht abgelenkt, weil hätte ja sein können, dass ich da noch ein bisschen mehr Futter brauche an Bautenzug. Kommt hier noch so eine schöne Hülse drauf, damit er nicht aufsprießelt. Zack. So. Es gibt ja für die Riese und Müller Fahrräder eine Vorbauerhöhung, sodass du den Lenker auch noch ein Stückchen höher machen kannst und noch ein bisschen komfortabler sitzen kannst. Die Vorbauerhöhung findest du bei uns im Shop und dazu gibt es auch ein Video, in dem wir zeigen, wie das hier alles richtig montiert wird. Jetzt montiere ich hier noch mal eben schnell den Sattel. In meinem Fall jetzt ein, also falls du dich fragst, was ist es denn jetzt für einer? Das ist der Küstentour aus dem Hause P&P und hier absolut passend zu meinem Oberteil und auch zum Fahrrad sind die roten Nähte. Ich finde, das macht den Sattel schon sehr besonders. Ja. Also sieht sehr gut aus. Hinzu kommt, der ist auch ergonomisch. Also er hat hier eine Druckentlastung im
Scham- oder Dammbereich. Hier hinten auch eine schöne Aussparung. Das ist auch gut. Aber wie gesagt, kommt halt drauf an, gibt es Einschränkungen, ja oder nein und so weiter. In dem Fall könnte der Sattel dann vielleicht passen. Ja, und was soll ich sonst noch sagen? Ein Haltegriff ist hier auch, sodass das Fahrrad dort auch mal hochheben kann. Verschraube ich den mal eben fest, führe ich das noch vor. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, schön, dass du bis hierhin dabei warst. Das nächste Video kommt mit Sicherheit. Wenn du den Kanal abonnierst, wirst du auch daran erinnert, automatisch. Ja, also ist eine geniale Sache. Einfach abonnieren drücken und gut fühlen. Wobei, halt, stopp. Ich muss ja noch zeigen, wie es funktioniert, wenn es fertig ist. Ich habe gerade noch gedacht, Mensch, kommt da noch drauf oder? Sehr gut. So, also praktische Sattelstütze mit Federung und praktischer Sattel mit Haltegriff. Ist wirklich super ideal. Geht auch so. Und jetzt zeige ich dir das nochmal, warum macht das eigentlich so viel Sinn, so eine absenkbare Sattelstütze zu haben. Weil so zum Beispiel, du willst an der Ampel anhalten, so stehst du mit beiden Füßen wirklich fest auf der Erde. Wenn du Fahrrad fahren willst, ist der Sattel aber zu tief. Das heißt, während der Fahrt kannst du den Sattel jetzt einfach nach oben machen. Schwupp, siehst du, kommst du noch mit den Zehenspitzen auf die Erde und alles ist wunderbar während der Fahrt. Und wenn du an die Ampel ranfährst oder du willst anhalten, machst du den Sattel nach unten, bist mit beiden Füßen auf der Erde und kannst ganz komfortabel absteigen. Aber das habe ich auch alles schon im Vorstellungsvideo erzählt. Bis dann!